Wow, das ist wirklich wow. Also, ich habe bei Uniqlo eingekauft. Ich zeige euch, was ich für krasse Herbstklamotten dort gefunden habe, die unfassbar günstig sind und gleichzeitig stylisch. Aber auch, wie wir Uniqlo kennen, qualitativ hochwertig. Let's go! Mit dem ersten Piece fangen wir an, indem ich hier einfach mal zerknüllt bin. Das ist eine Light-Down-Weste. Ich zeige euch das Ganze mal. Also, erstes Gefühl, das Material unfassbar schön. Besser als die vom letzten Jahr, muss man sagen. Perfekt für den Herbst, eine Übergangsweste, gerade für mich, der den ganzen Tag so komisch rumläuft, einfach das drüber zu ziehen, so wie ich es heute gemacht habe mit der Jacke hier, sicherlich nicht verkehrt. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal angezogen. Bevor ich den Fit zeige, schaut euch dieses matte Material an. Sehr, sehr, sehr gelungen. Und ihr wisst ja, hier, ich schaffe selber in der Mode und gerade wenn ich solche Materialien in der Hand habe, drehe ich da komplett durch. Ich dachte mir gerade, wenn wir schon Richtung Herbst reden, das sind ja auch Herbstklamotten, die ich euch hier heute zeige, die ich gekauft habe, dachte ich, warum nicht mit einem Strick kombinieren, dass ich euch diesen Look zeigen kann, wie das ausschaut. Es ist halt ein unfassbarer Kontrast für mich, weil diese Jacke, ich fühle mich, als hätte ich gar keine Weste an. Also die ist wirklich so leicht, das ist unglaublich und das sieht einfach wirklich nice aus. Ich werde sie 99% natürlich offen tragen, möchte euch trotzdem das nicht vorenthalten, wie das ausschaut, wenn es geschlossen ist. Und wir können eine Sache machen, weil die wird behalten, Etiketten entfernen. So sieht es aus, wenn es jetzt angezogen ist und geschlossen. Wir haben natürlich auch Taschen. Oh, die sind ja unfassbar tief. Also hier bis zum Zip geht das durch. Krass. Also da kriegt man Handy, Geldbeutel, alles rein, was man möchte. Wie gesagt, ich tendiere eher immer mehr dazu, das offen zu tragen. Und gerade in Kombination mit einem Strick, wenn man das zum Beispiel so stylt. Uff, gefällt mir. Schönes Ding, schönes Ding. Und vor allem wirklich, ich muss es nochmal betonen, wie leicht ist das bitte? Das ist crazy. Aus der magischen Tüte kommt jetzt ein Strickprodukt. Oh mein Gott. Ein Strickcardigan ist das nächste Piece. Und ich muss sagen, erstens der Farbton. Ich hoffe, das kommt rüber, wie gut das ausschaut. Wie fühlt es sich an? Sehr dick, also wirklich nicht schlabbrig wie viele Strickcardigans, die dann, sondern eher steifer, eher robuster. Das fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Ich bin gleich gespannt, wie das angezogen ausschaut. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich habe hier ein bisschen getrickst, aber das erzähle ich euch beim Anprobieren. Zwei Sachen. Erstens, ich liebe Strickcardigans. Ich habe aber bisher noch nicht die Stricks gefunden, die für mich, für meinen Alltag geeignet waren. Zweite Sache, dieser Strick ist nicht aus der Herrenabteilung. Aber wenn wir es keinem erzählen, weiß es ja auch schließlich keiner. Jetzt zeige ich euch den Fit. Dadurch, dass ich hier ein bisschen getrickst habe und ihn aus der Damenabteilung gekauft habe, habe ich diesen leichten Cropped-Look. Aber mit dem Vorteil, die Ärmel sind nicht zu kurz, die sind perfekt lang, könnt ihr euch anschauen. Es sieht wirklich gut aus. Und ich hoffe, das kommt rüber, was für einen wunderschönen Braunton wir haben. Aufkleber, Etiketten habe ich schon weg. Oh ja, das wird wirklich eins meiner Lieblings-Herbstpieces werden. Gerade natürlich auch in Kombination mit dem Ton, wie es fittet, dass es eher mehr boxy ist, dass es lockerer geschnitten ist, die Ärmel locker sind und ich meinen gewünschten Cropfit habe. Wow, ich bin echt, hätte ich nicht gedacht. Wow, damit hätte wohl keiner gerechnet, ne? Das war der wirklich nice. Und ich muss es nochmal sagen, wirklich steif, was wirklich sehr nice ist und gerade für einen ganz anderen Look sorgt. Dann haben wir einen Mock-Neck-Strick-Sweater. Ich stehe in letzter Zeit unfassbar darauf, wenn die Strickprodukte oder das Sweater im Allgemeinen so um den Kragen rumgehen, wie zum Beispiel bei meinem Misbehave-Sweater, was ja eher sportlich ausschaut und jetzt für den Herbst, Winter. Oh wow. Das kommt natürlich immer auf Fotos nicht rüber, wie schön der Strick ist. Das ist wirklich unglaublich. Es fühlt sich wirklich gut an. Ich muss es hier nochmal betonen, wie beim Cardigan auch. Der Strick fühlt sich nicht schlabberig an. Kennt ihr vielleicht von günstigen Produkten, dass sie sich dann entsprechend so auch anfühlen, dass sie günstig sind. Aber wir reden halt hier davon, dass es wirklich ein günstiges Produkt ist und trotzdem sich so anfühlt. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Fit ist. Das ist nämlich ja auch entscheidend und wichtig. So, Aufkleber weg. Und ich wollte tatsächlich gerade eigentlich gewohnheitshalber ein Unterhemd drunter anziehen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal nicht, weil ich will wissen, ist dieser Pullover kratzig, wenn ich es ohne nichts trage. Natürlich wird man in den meisten Fällen was drunter tragen, wenn man Strick trägt. Aber es gibt auch immer Hautstellen, die Kontakt zum Strick haben. Und wenn es kratzig sein sollte, müsstet ihr das wissen. Müsste ich das jetzt auch beim Anprobieren wissen. Und nein, er ist nicht kratzig. Wir haben diesen leicht hohen Kragen. Sieht wirklich sehr nice aus. Und ich muss sagen, ey, cool. Also das ist wieder die Schwierigkeit, was ich erwähnt hatte, dass das natürlich beim Strick nicht rüberkommt. Ich werde jetzt mal näher kommen, euch das Ganze mal in Detail zeigen. Schaut euch diese Struktur an. Unfassbar. Das gefällt mir so, so gut. Der Kragen sitzt perfekt. So soll es sein. Ich werde diesen Strick auf jeden Fall behalten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was meint ihr zum Fit? Also
Ich finde, solche Produkte kann ich euch gar nicht auf Video so rüberbringen, kann ein Foto euch gar nicht rüberbringen. Das muss man tatsächlich erst in der Hand gehabt haben, um zu sehen, was man da bekommt. Als ich das im Shop gesehen habe, habe ich gesagt, muss ich haben. Ein Rollkragenpullover, der eher dünner ist, aber 100% aus Wolle. Das ist das Beste, was man machen kann. Über Baumwolle. Ich bin gespannt, ob das Ganze wirklich auch angezogen, kratzig ist oder sich gut anfühlt. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Risiko bei Wolle. Aber ich muss sagen, was ich hier in der Hand halte, fühlt sich schon mal sehr, sehr, sehr gut an. Und das sieht auch wieder ausgezeichnet verarbeitet aus. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, wie das angezogen ausschaut. Das ist halt wirklich so ein unfassbar nices Piece zum Layern, dass man eine Jacke drüber zieht etc. Gerade für den Herbst, bisschen dünner, muss man dazu sagen. Auch vielleicht im Winter, wenn man eine dickere Jacke anzieht, eine Pufferjacke, könnte funktionieren. Schaut es euch mal an. Ich hatte die Befürchtung, dass mich das Ganze kratzen wird. Sorry fürs Mikrofon, ich kann es hier nirgends anbringen. Nein, es fühlt sich auf der Haut unfassbar weich an. Einfach so, wie sich Wolle auf der Haut anfühlen sollte. Und ich weiß, viele machen das falsch hier. Ist es richtig. Es ist um den Hals enger, aber nicht so eng, dass man sich erdrückt fühlt. Pluspunkt für mich. Das nächste ist, was ich sehr mag, ist, wenn es um die Brust ein bisschen enger ist, so wie hier, dezent, man sieht so ein bisschen die Brust, so ein bisschen was übrig geblieben ist nach 4 Jahren ohne Sport. Und natürlich hier um den Bauch, um die Hüfte lockerer. Was ich gar nicht mag, ist, wenn es hier wirklich so skinny ist und dann gehe ich zum Abendessen nach Hause und da habe ich dann so einen Bauch. Perfekt, genauso soll es sein. Was auch hier sein darf, ist, ihr seht schon, insgesamt ist es Schrittlänge. Das heißt, es ist nicht zu lang, aber es ist die perfekte Länge, dass man zum Beispiel in die Hose stecken kann und das Ganze zum Beispiel ein bisschen rauszieht und dass es sich hier unten wölbt, um so eine gewisse Ästhetik zu erreichen. Also, guter Einkauf von mir an dieser Stelle. Gut, dass ich es euch zeige. Das war ein guter Griff. Dann habe ich mir einen Quarter-Zip-Sweater geholt. Der fühlt sich unfassbar puffy an. Also, erinnert ihr euch an die Uniqlo-Hose, die wir vor einem Jahr, anderthalb Jahren bei Uniqlo entdeckt haben und es geschafft haben, die sogar ausverkauft zu kriegen? Das fühlt sich tatsächlich ähnlich an. Fühlt sich eher sportlich an, muss man sagen, vom Material her, was ich sehr gut finde. Gut elastisch. Wenn das Ganze jetzt noch angezogen gut ausschaut, könnte es bei mir auf jeden Fall ein Daily-Oberteil werden, weil ihr wisst, wie ich immer rumlaufe, Oberteil drüber in Produktion rein und fertig. Also ich bin gespannt, wie das angezogen ausschaut, ob es da auch überzeugen kann. Aufkleber weg. Etikett weg. Schaut euch diesen Close-Up-Fit an. Und jetzt, Achtung, jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Oh, wow. Das ist wirklich, wow, wow. Also ich weiß, ich bin selten überrascht, so wie jetzt. Ich hätte nicht damit gerechnet. Der Fit ist eine 1A mit Sternchen. Wow. Man hat trotz dessen ganz minimale Dropshoulder. Es muss ja nicht immer oversized sein. Ich tendiere auch immer mehr dazu, dass ich ein bisschen mich locker, was das angeht. Aber ich muss sagen, was hier ein riesen Pluspunkt ist. Es ist locker um die Hüfte, aber nicht zu weit, also extrem boxy. Es ist unfassbar schön, dass die Ärmel länger sind, sich hier stacken und diese Ästhetik, die es mit sich gibt. Oh mein Gott, also ich muss sagen, sehr, sehr nice. Und das Beste, was man natürlich machen kann, ist daraus einen Quarter-Zip zu machen, denn ich liebe einfach Quarter-Zips. Ich habe gefühlt, 50% meiner Oberteile sind Quarter-Zips, weil es einfach von der Funktion, vom Nutzen her für mich einfach das beste Piece überhaupt ist. Und ey, ich bin schockiert. Wirklich krass. Und was meint ihr? Was gut? Das Gute hat ein Ende und jetzt kommen wir zu den finalen Teilen. Und zwar, ich habe hier ein Heat-Tech Longsleeve. Ich will das für euch auspacken. Ich will euch auch sagen, warum ich mir das gekauft habe. Weil ich dazu neige, gerade im Winter, im Herbst, wenn es anfängt, richtig kalt zu werden, mich trotzdem eher dünn anzuziehen und nicht gerade draufstehe, die dicksten Sachen anzuziehen, wenn es nicht wirklich extrem kalt ist. Ist aber immer ein unfassbares Risiko. Man kann schnell krank werden und sonst was. Und wenn man was drunter anziehen möchte, wie dieses Heat-Tech-Oberteil, das zeige ich euch jetzt natürlich auch angezogen. Ich weiß, ich werde mich schon dabei erwischen, dass ich nur dieses Piece alleine anziehe, weil es so einen gewissen Look natürlich bekommt, auf den ich in letzter Zeit unfassbar stehe. Aber gerade auch, um das zu layern, dass man immer drunter warm ist, wollte ich einfach unbedingt haben, wenn es schon die Möglichkeit gibt, für so wenig Geld so ein Teil zu bekommen. Warum nicht? Aber angezogen dürft ihr euch das trotzdem anschauen. Oh ja, ich werde mich auf jeden Fall erwischen, dass ich das Teil standalone anziehe und nicht nur drunter anziehe als Heat-Tech-Piece. Es fühlt sich gut an. Es ist gleichzeitig mehr slim, was natürlich Sinn und Zweck solcher Sachen ist, aber trotzdem hier um den Bauch lockere, um die Brust spannt es ein bisschen hier die Schulterlinie. Ich zeige euch das nochmal von hinten. Es gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Es ist einfach ein wunderschönes Piece, sehr leichtes Piece, was sich überhaupt, also ich fühle mich fast, als wäre ich nackt, muss ich sagen, aber gleichzeitig wärmt es einen. Das ist einfach Win-Win. Was mir auch sehr gefällt, ist, wie es um den Kragen liegt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm zu tragen. Ich dachte, okay, ist es vielleicht ein bisschen zu weit um die Kragenöffnung? Nein, es ist wirklich perfekt. Ihr wisst, ich bin ein Sockenliebhaber und ich musste mir zum Beispiel jetzt mal einfach diese Stricksocken gönnen. Die sahen wirklich gut aus.
müssen wir ausprobiert haben. Ich glaube, ein Try-On dazu brauchen wir jetzt nicht machen. Sollt ihr aber wissen, dass ich das auch gekauft habe. Das letzte Piece, auch eher überraschend, muss ich sagen, denn ich habe das gar nicht bestellt. Entweder ist es falsch drin oder ich weiß es nicht, aber ich habe eine Bag bekommen. Eine Uniqlo-Bag. Finde ich cool. Hier ganz dezent kleines Logo vorne mit dran. Ansonsten, ja, nice. Vielen Dank. Also das habe ich nicht bestellt, aber ich freue mich natürlich drüber.